Vorstellung, Robert, und danke für das Interesse an unserem Thema zur Security in the Cloud. Ich bin heute hier als Secret Coordinator. Das ist ein Forschungsprojekt und gemeinsam mit mir werden einige Kollegen, ich werde kurz Secret vorstellen, das Forschungsprojekt, werde erklären, was die Motivation und die Gründe sind, warum wir verschiedene Themen hier erforschen, und werde auch einen kurzen Überblick geben über die Outputs und will auch eine will euch allen noch eine Möglichkeit geben, die Forschungsrichtung mitzugestalten, indem Sie Fragebögen ausfüllen, die uns dabei helfen sollen, Fragen aus der Real World, sagen wir dazu, zum Thema Sicherheit in der Cloud auch mit zu berücksichtigen. Und am Ende unserer Vorträge werde ich das austeilen und würde mich freuen, wenn wir da ein paar zurückbekommen würden. Ich lege das dann hier auf und sammle das auch hier ein wieder. Ja, im Rahmen der Projektvorstellung werde ich dann auch gleich die Kollegen vorstellen. Secret ist, wie ich schon gesagt habe, ein Forschungsprojekt der EU. Muss mich entschuldigen, die Folien sind alle auf Englisch. Ich hoffe, das passt. Wir hatten nämlich internationale Gäste diese Woche und die sind aktuell, die Folien. Ich trage es aber eher auf Deutsch vor. Das Projekt selber ist darum ein internationales Forschungsprojekt zum Thema sicherer Secure Cloud Computing für kritische Infrastrukturen. Wir sind 10 Partner quer durch ganz Europa verteilt. Das sind natürlich das AIT, wir koordinieren das Projekt. Dann haben wir vom KIT, den Christian Jung hier. Entschuldige, die Silvia Ballermann. Und haben wir vom KIT hier, von Fraunhofer haben wir den Christian Jung hier und den Andreas Maute von der Lancaster University aus England. Und gemeinsam mit NEC sind das die Forschungspartner, die in diesem Projekt mitarbeiten. Und da haben wir dann noch Partner wie zum Beispiel die OTE, Amaris, Mirasys, ETRA aus Spanien und die Stadtverwaltung von Valencia, die hier teilweise als Forschungspartner und teilweise als Industriepartner die, die Forschungsrichtung Richtung Real World Applications beeinflussen. Das gesamte Projekt hat eine Laufzeit von circa 3 Jahren und einen Rahmen von knapp 5 Millionen Euro, die von der Europäischen Kommission, vom FP7-Programm gefördert werden. Wir haben mittlerweile die zweite Halbzeit des Projekts erreicht. Das heißt, ich kann schon einige konkrete Beispiele zu unseren Outputs, die wir am Ende des Projektes haben wollen, kurz umreißen. Wir haben 25 Public Deliverables, das heißt 25 Studien, die wir auf unserer Webseite dann zur Verfügung stellen. Dazu kommen natürlich zahlreiche wissenschaftliche Artikel und anderes Material. Gut, worum geht es in dem Projekt? Also was wir machen ist, wir analysieren Cloud Computing für den Einsatz in kritischen Infrastrukturen. Das sind solche Strukturen, die unser tägliches Leben kontrollieren. Und die zwei Fallbeispiele, die wir im Rahmen des Secret-Projektes anschauen, sind die Verkehrssteuerung der Stadt Valencia, die wird cloudifiziert. Und das ist eine Fallstudie, in der wir unsere Outputs testen. Und das zweite ist Public Safety, sprich Videoüberwachung in öffentlichen Räumen mit automatischer Objekterkennung. Das wird von der Firma Mirasys betreut, diese Fallstudie, in der wir wieder unsere Outputs anwenden. Und dabei geht es um die Überwachung einer öffentlichen Einrichtung, eines Zugbahnhofs. Und wir wollen nicht nur Technologien entwickeln, wir wollen auch Methoden, aus denen dann weiter Technologien entwickelt werden können, entwickeln am Ende des Projektes. Und diese Methoden, Projekte und Anleitungen sollen es den Anwendern ermöglichen, sichere und vertrauenswürdige und High Assurance Cloud-Umgebungen mit
rechtlich gedeckten Lösungen zu betreiben, in denen man halt Daten von kritischen Infrastrukturen speichern und bearbeiten kann. Gut, was sind jetzt die Probleme, die wir da behandeln? Nachweislich sehr viele Leute, sehr viele Organisationen, Firmen nutzen die Cloud, angefangen von traditionellen Industrieapplikationen wie E-Mails, Webseiten oder irgendwas in die Richtung Dropbox von privaten Daten. Allerdings wird das auch vermehrt von der öffentlichen Verwaltung verwendet, aber auch es wird aber auch schon angedacht, für kritische Infrastrukturprovider das zu verwenden, das Cloud Computing. Die Anforderungen ans Cloud Computing, die variieren zwischen diesen Anwendungsfällen. In der traditionellen Industrieanwendung verwendet man das Cloud Computing hauptsächlich wegen der Kostenersparnis. Ich muss kein eigenes Datenzentrum mehr betreiben. Ich habe einfach meine virtuellen Server. Das heißt, das ist flexibel. Es ist skalierbar und elastisch. Das heißt, ich kann hier je nach Bedarf zusätzlich Ressourcen dazuschalten oder wegschalten und eben auch nur wirklich das zahlen, was ich brauche. Das sind Charakteristika vom Cloud Computing, die für die Industrie sehr wichtig sind. Bei kritischen Infrastrukturen ist es ein bisschen anders. Was sagen wir jetzt dann, beziehungsweise was betrachten wir hier als kritische Infrastrukturen? Das sind ja im Prinzip wie zum Beispiel die Stromversorgung oder eben auch diese Videoüberwachung von öffentlichen Gebäuden oder eben die Verkehrsüberwachung einer ganzen Stadt. Hier sind Daten, die teilweise dann auch Personen betreffen, die in der Cloud gespeichert oder verarbeitet werden, wo im Gegensatz zu einer traditionellen kommerziellen Applikation die User keine Möglichkeit haben zu bestimmen, okay gut, ich will es so oder so haben und wenn das vom Cloud-Provider nicht gemacht wird, dann wechsle ich einfach den Anbieter. Das heißt, bei diesen kritischen Infrastrukturen hat der User weniger Mitspracherecht. Dafür gibt es genau bei solchen kritischen Infrastrukturen strengere Vorschriften punkto Sicherheit und dadurch ist es sehr ein interessantes Experimentierfeld für uns, weil wir auch glauben, dass die Anforderungen, die Wünsche vom Standard-User eher konvergieren mit dem, was die Vorschriften in diesen kritischen Infrastrukturen sind. Also da würde man sich dann von kommerziellen Anbietern wie Google oder Amazon dann manchmal auch so ein rigoroses Security-Programm wünschen, wie es den kritischen Infrastrukturprovidern teilweise vorgeschrieben wird. Gut, aber was sind jetzt die Probleme? Da gibt es technische Natur, also rechtliche Natur Probleme. Per Definition abstrahiert Cloud Computing über die verwendeten Ressourcen, sei es Hardware oder Software. Das ist gut, das erlaubt uns ja eben elastisch und flexible Applikationen zu haben, ohne dass ich mein eigenes Datencenter betreiben muss. Aber das macht es dann natürlich auch schwer, technisch festzustellen, was ist der Grund von einem zum Beispiel Sicherheitsvorfall oder von einem Problem, das eine sicherheitsrelevante Ursache hat. Und dadurch ist es technisch auch schwierig, Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Das Ganze hat natürlich auch rechtliche Gründe, weil durch eben im Prinzip diesen Aufbau, wie die Cloud funktioniert, ist es rechtlich sehr schwer zu identifizieren, wessen Schuld es ist, sprich die Haftbarkeit. Die Haftbarkeit, wer ist wirklich schuld, wenn irgendetwas passiert? Und das zweite rechtliche Problem, was wieder in dieselbe Kerbe schlägt, auch wie die technischen Probleme, es ist dann schwer nachzuweisen, dass man nicht fahrlässig gehandelt hat, weil es eben wenig Gegenmaßnahmen gibt. Aber dazu werden wir ein bisschen später ausführliche Details hören. Um eben diese Probleme zu behandeln, haben wir uns im SIGGRID-Forschungsprojekt ein paar grobe Ziele gesetzt. Das eine ist einmal zu analysieren, was sind eben diese rechtlichen Problemstellungen, die es bei diesem Cloud Computing gibt. Ich habe es vorher grob umrissen. Und eines von den Kernzielen vom Projekt ist eben, dass wir diese rechtliche Situation analysieren. Dann
Mit dem Wissen über die rechtliche Situation muss man natürlich auch wissen, welche Probleme gibt es in der Technik, um diese zu analysieren. Haben wir uns auch ein Ziel gesetzt, dass wir die Risikobewertung uns anschauen für Cloud Computing. Wie müssen Methoden von Risikobewertung erweitert werden, um fit zu sein für so ein Environment. Dann zur Entwicklung von Gegenmaßnahmen muss man eben auch verstehen, was passiert gerade in der Cloud. Das ist ein weiterer großer Schwerpunkt von dem Projekt. Und wenn wir dann wissen, wie das alles funktioniert, ist ein Ziel, dass wir das so dokumentieren, dass dann auch wirklich kritische Infrastrukturprovider oder Organisationen, die die Cloud mit erhöhten Sicherheitsbedürfnissen oder die Daten mit erhöhtem Sicherheitsbedarf haben, wenn die die Cloud verwenden, damit die von unseren Outputs auch Benefits haben. Und ich habe es vorher schon gesagt, ein wichtiger Punkt für uns ist es, nicht nur irgendwelche theoretischen Sachen zu bearbeiten, sondern unsere Sachen auch wirklich mit konkreten Anwendungen zu testen. Darum ist ein Hauptpunkt eben von uns, dass wir zwei Demonstratoren haben, wo es Real-World-Szenarios sozusagen gibt, wo wir da unsere Sachen dann wirklich heraustragen und dann draußen in der echten Welt draußen und nicht nur im Labor testen. Diese Ziele werden jetzt bedient mit einer Vielzahl von Aktivitäten. Ich nehme jetzt nur ein paar Beispiele heraus. Zum Beispiel, um Gegenmaßnahmen zu entwickeln, um zu verstehen, was passiert bei der Cloud, werden zum Beispiel Anomalieerkennungsmethoden untersucht. Es werden auch Resilience-Management-Themen untersucht und bearbeitet. Und Orchestration, also sprich, wie kann ich Cloud-Dienste zusammensetzen. Das sind sehr wichtige Kernstücke vom Entwickeln für Gegenmaßnahmen, aber hauptsächlich der wissenschaftliche Fokus. Ich will das ein bisschen praxisorientiert auch präsentieren. Zum Beispiel, wenn ich diese drei Sachen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, zusammennehme und kombiniere, kann ich zum Beispiel ein Resilience-Framework bauen, das sowas ist wie eine sehr fortschrittliche Firewall. Die erkennt dann aktiv über die Analyse von Netzwerk- oder Systeminformationen, ob das System, das ganze Ökosystem sich irgendwie anormal verhält und wählt dann eine mögliche Gegenmaßnahme aus. Das kann sein Umkonfiguration der Firewall oder Umkonfiguration der Cloud-Konfiguration. Also eine Advanced Firewall, kann man sagen, also zur Cyber Protection. Ich habe das dann jetzt hier auch noch kurz mal zusammengefasst, was dann die konkreten Outputs sind, die wir hier produzieren am Ende des Projektes. Einerseits, ich habe schon erwähnt, dass das wichtig ist für uns, die Techno-Legal Guidance, sprich die Kombination der rechtlichen oder die Analyse der rechtlichen und technischen Problemstellungen, wo das Ganze aufgearbeitet wird, insbesondere für SLAs und für Datenschutz, wie kann ich das abwägen, Anleitungen und Analysen dazu für Cloud Computing, ist ein eigenständiges Output, wird aber auch in allen von den technischen Outputs mitbearbeitet. Das heißt, wir haben hier die Kollegen vom KIT, die uns ganz genau auf den Finger schauen und uns ganz, ganz toll beraten, was für rechtliche Sachen hier bei technischen Sachen wichtig sind, weil machen kann man viel. Frage ist, darf man es auch oder soll man es auch oder was soll man machen, um auch der rechtlichen Problemstellung Genüge zu tun. Dann ein zweites Ziel ist die Bearbeitung von Risikobewertungsmethoden. Wir haben hier schon erste Sachen dazu abgeliefert und abgeschlossen. Wir haben einen sogenannten Vulnerability-Katalog erstellt für Cloud Computing und haben den, also ein Katalog von möglichen Bedrohungen und wir haben das Ganze auch aufbereitet, dass man es mit einem Tool so semi-automatisch, das sind Eclipse, kennen wahrscheinlich die meisten fürs Programmieren, nehme ich an. Also da gibt es dann so grafische Oberflächen, wo man quasi mit diesem Vulnerability-Katalog speziell für die Cloud-Umgebung die Gefahren
auswählen kann und dann semiautomatisch bewerten kann und kriegt dann eine Liste raus, mit was sind die Gefahren mit dem größten Risiko, sprich, welchen Gefahren sollte ich mich am ehesten widmen, wenn ich irgendwelche Gegenmaßnahmen zukaufe, installiere und entwickle. Dann Cloud Security Policy Specification and Enforcement Framework, ein weiteres Output von uns, das wird uns der Christian Jung dann ein bisschen im Detail vorstellen im Anschluss. Dabei geht es um ein Add-on für die Cloud-Infrastruktur, um zusätzliche Sicherheitsmechanismen oder Sicherheitsregeln zu implementieren, die über das hinausgehen, was heutzutage Cloud-Infrastrukturen machen können. Ein Teil von diesem Add-on für die Cloud ist es auch zusätzlich Regeln dynamisch zu kreieren, aber der Christian erklärt das dann eben im Anschluss im Detail. Dann ein weiterer Punkt von den Outputs, die wir am Ende des Projektes präsentieren wollen, ist, was ich schon vorher als Fallbeispiel für unsere wissenschaftlichen Aktivitäten genannt habe, dieses Resilience Management Framework. Wir werden dazu ein paar Sachen vom Andreas Maute hören. Das ist, wie ich schon vorher kurz umrissen habe, eine sehr clevere Cyber Protection, also Schutzmaßnahme, die erkennen kann, aufgrund von der Analyse von Systemdaten in der Cloud oder vom Netzwerk, ob irgendein anormales Verhalten besteht und dann eine dementsprechende Gegenmaßnahme initiieren. Dann ein weiterer Output, dazu haben wir dann heute keinen detaillierten Vortrag mehr, aber auf unserer Webseite gibt es dazu Informationen. Forensic Analysis für Audit Trails. Was ist das? Das ist zusätzliche Monitoring-Software, die hier eingespielt werden kann auf die Cloud-Infrastruktur und per Tenant, das ist quasi der sich die Cloud-Dienste mietet vom Cloud-Provider und dann Services zur Verfügung stellt, quasi pro diesem Tenant Logfiles und Analysemetriken extrahiert aus diesen Wall an Informationen, ohne jetzt stark einzugreifen in die Operation der Cloud-Infrastruktur. Dann, ich habe schon erwähnt, Monitoring, das ist sehr wichtig. Cloud abstrahiert ja über die Technologie und die verwendeten Ressourcen. Darum ist ein weiterer Output von uns Cloud Assurance Approaches. Was ist das? Bei diesen Cloud Assurance Approaches abstrahieren wir über diese Vielzahl von Monitoring-Informationen drüber und sind dabei einen Katalog zu erstellen, wo wir ganz einfach sagen, okay gut, das ist Stufe 1, also wenig sicher, Stufe 3 mittelsicher, Stufe 7 sehr sicher und mappen das dann zu diesem Katalog, um jetzt das Leben der Betreiber von diesen Cloud-Services zu erleichtern, dass die das laufend überwachen können, wie sicher ist jetzt wirklich ihr Service und die darunterliegende Infrastruktur, die sich natürlich dynamisch ändern kann, was das Ganze dann ein bisschen schwieriger macht. Aber das soll im Prinzip diesen Betreibern von diesen Cloud-Diensten helfen, vereinfacht zu sehen, wie sicher ist jetzt oder wie wenig wahrscheinlich ist es, dass das System einer Cyberattacke zum Opfer fällt. Last but not least, wenn wir dann am Ende des Projektes diese ganzen Outputs auch produziert und im Feldversuch getestet haben, wollen wir das Ganze dann eben dokumentieren und zur Verfügung stellen, um das Cloudifizieren von Services im kritischen Infrastrukturbereich oder auch von solchen Applikationen, die erhöhten Schutzbedarf haben, zu erleichtern. Zusätzlich zu diesen handfesten praktischen Outputs, die wir hier produzieren, die alle auf unseren Forschungsarbeiten beruhen, haben wir auch andere Forschungsaktivitäten und Sie werden das im Rahmen des Vortrags auch des Öfteren hören, dass wir uns auf diese Terminologie beziehen. Ich habe es vorher schon kurz angesprochen. Das ist zum Beispiel aus einem Paper von der IEEE CloudCom und den Inhalt, den betreuen wir weiter in einem sogenannten White Paper.
Und hier haben wir die Cloud in Schichten unterteilt, in die physikalische Infrastruktur ganz unten, ganz klar. Dann oben eben diese Tenant-Schicht, wo Hypervisor und virtuelle Grundressourcen drinnen sind. Und die kritische Infrastruktur, die Service-Schicht, wo im Prinzip die Services dann wirklich darauf laufen. Das stimmt jetzt nicht eins zu eins überein mit dem, wie es in den Lehrbüchern momentan noch drinnen steht, mit den Plattform-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service und Software-as-a-Service. Das überlappt leicht, aber wir haben da entdeckt, dass wir im Prinzip mit so einer Unterteilung besser das Entwickeln von Gegenmaßnahmen und die Analyse von Cloud erklären können und bearbeiten können. Ich habe es vorher schon erwähnt, wir haben Feldversuche im Bereich von Public Safety, sprich von der Videoüberwachung. Das ist hier kurz erklärt. Das ist ein Bahnhof mit Geschäften, ein größerer, wo eben so eine Software zur automatischen Bilderkennung von Überwachungskameras installiert ist und wo dieses System in die Cloud portiert wird. Und hier untersuchen wir dann Fälle von zum Beispiel, wenn Daten geleakt werden oder wenn die Operation gestört wird und man identifizieren muss, was ist jetzt passiert. Also solche Fälle werden zum Beispiel hier analysiert. Selbiges und insbesondere das Cloudifizieren von den Services wird untersucht in einem zweiten Feldversuch oder Demonstrator, wo die Verkehrssteuerung und die Verkehrsvorhersagen von der Verkehrssteuerung in Valencia, die haben Sensoren durch die ganze Stadt verteilt und diese Sensoren werden dann in der Cloud abgelegt und dort eben analysiert, um Vorhersagen zu treffen. Ja, das ist der zweite Feldversuch, den wir verwenden, um unsere Outputs zu evaluieren. Ja, ein wichtiges Thema für uns ist auch, eben laufend Input zu bekommen von potenziellen Bedarfsträgern von unseren Outputs. Und dafür habe ich heute auch einen Fragebogen mitbekommen. Ich werde dann den austeilen. Würde mich freuen, wenn ich dann ein paar Exemplare zurückbekomme. Die können Sie mir dann daherlegen. Gut, und damit will ich auch gleich übergeben an meine Kollegin vom KIT.